Es ist, glaube ich, ganz allgemein bekannt, dass wenn man eine gerade und eine ungerade Zahl addiert, dass das Resultat dann ungerade ist. Und das ganz unabhängig davon, welche speziellen Zahlen a oder b man hier als gerade Zahl oder ungerade Zahl auswählt. Das funktioniert übrigens auch bei der Multiplikation. Nimmt man also an, dass c und d beide ungerade sind, dann ist das Produkt auch ungerade. Oder wenn einer der beiden Faktoren gerade ist, dann muss das Produkt wieder gerade sein. Also einfach die Eigenschaft gerade, ungerade impliziert, ob auch die Summe oder das Produkt gerade oder ungerade ist. Was bedeutet nun gerade? A ist gerade, wenn man A darstellen kann in der Form 2 mal Q. Genauer genommen, ich dividiere A durch 2. Und dann bleibt kein Rest. Man schreibt es auch in dieser Form an, wobei Q eben der Quotient ist, eine ganze Zahl. Und a ist eben ungerade, wenn hier bei der Division durch 2 der Rest 1 bleibt. Das ist eine sehr günstige Schreibweise. Also was wir hier benutzen, ist eben die Division durch 2 oder Division allgemein durch eine andere Zahl und plus ein Rest. Und wir haben hier schon gesehen, dass eben diese Reste hier, die eben gerade oder ungerade spezifizieren, eine gewisse Bedeutung haben oder wenn man addiert bzw. multipliziert. Ich möchte das einen Beispiel erläutern, nämlich durch die folgende Eigenschaft. Nehmen wir an, dass a ungerade ist, dann gilt das Folgende, dass bei der Division von a Quadrat durch 4 der Rest 1 bleibt. Also das ist wieder so eine Eigenschaft wie vorhin, nur ein bisschen anders. Also hier bei ungerade geht es ja um die Division durch 2 und hier kommt plötzlich die Division durch 4 ins Spiel. Nun, wieso gilt diese sonderbare Eigenschaft? A ist ungerade, das heißt A können wir darstellen als 2 mal Q plus 1. Dann können wir das quadrieren und erhalten das A Quadrat. 4q Quadrat ist, also 2q zum Quadrat, plus 2 mal 2q, also plus 4q plus 1. Und das können wir darstellen als 4 mal q Quadrat plus q plus 1. Also sehen wir, dass wenn wir durch 4 dividieren, hier der Rest 1 bleibt. Und eine ähnliche Eigenschaft gibt es auch, wenn man durch 3 dividiert. Und das ist die folgende Eigenschaft. Nehmen wir an, dass a nicht durch 3 teilbar ist. Also das ist dasselbe wie a ist nicht durch 2 teilbar, indem wir eben 2 durch 3 ersetzen. A nicht durch 3 teilbar. Dann gilt, dass bei der Division von a Quadrat durch 3 bleibt der Rest 1. Ich rechne das jetzt nicht im Detail durch, aber was muss man machen? Also man muss zwei Fälle betrachten, nämlich den Fall, wo bei der Division durch 3 der Rest 1 bleibt und der Fall, wobei der Rest Division durch 3 der Rest 2 bleibt. Es können ja nur die Reste 0, 1 oder 2 bleiben. Wenn der Rest 0 bleibt, dann ist es durch 3 teilbar. Und
Die anderen beiden Fälle sind eben die hier angeschrieben sind, dass wenn das hier eine ganze Zahl q existiert, dass a gleich 3 mal q plus 1 ist, beziehungsweise 3 mal q plus 2, dann muss man nur quadrieren und feststellen, dass in diesem Fall a Quadrat darstellbar ist, heißt 3 mal eine ganze Zahl plus 1. Also man sieht, diese Reste beim Dividieren spielen eine Rolle. Und das benutzt man, um die folgende allgemeine Definition anzugeben. Und zwar betrachtet man eine sogenannte Zahl m, die man als Modul bezeichnet. Das ist eine ganze positive Zahl. Vorher war das eben 2 bzw. 3 oder auch 4. Und wir dividieren jetzt eine Zahl a durch m. Also wir können das darstellen als q mal m plus r. Das ist eben die Division mit Rest. Wobei eben dieser Rest entweder 0 sein kann, dann ist eben die Zahl a durch m teilbar, oder 1 oder 2 bis m minus 1. Also es gibt m verschiedene Möglichkeiten für den Rest. Man sagt jetzt, wenn wir zwei ganze Zahlen a, b betrachten, dann sagt man, a und b sind in derselben Restklasse. Modulo m. Falls bei der Division durch m derselbe Rest bleibt. Ja, und man schreibt dafür, A ist kongruent B modulo M. Also das ist diese Schreibweise, dass bei der Division derselbe Rest bleibt. Also wenn wir zum Beispiel den Fall M gleich 2 betrachten, wenn A kongruent zu B modulo 2 ist, das bedeutet, dass A und B entweder beide gerade sind oder beide ungerade. Und wir können zum Beispiel die beiden Eigenschaften von vorhin auch so beschreiben, dass wir sagen, a ist ungerade, das bedeutet a ist kongruent 1 modulo 2, dann ist a Quadrat kongruent 1 modulo 4. Und die andere Eigenschaft, die ich nur ansatzweise angegeben habe, also den Nachweis, wenn a nicht kongruent 0 modulo 3 ist, was bedeutet kongruent 0 modulo 3? Das bedeutet, dass wenn man a durch 3 dividiert, dass der Rest 0 bleibt, also a durch 3 teilbar ist. Und a ist nicht teilbar durch 3, ist dann a ist nicht kongruent 0 modulo 3. Dann ist a Quadrat kongruent 1 modulo 3. Also das waren diese beiden Eigenschaften, die wir vorher angegeben haben. Und ich möchte hier noch etwas Zweites angeben, nämlich eine einfachere Charakterisierung der Konkurrenz. Also wir haben definiert, dass a und b Konkurrent modulo m sind, wenn wir bei der Division durch m denselben Rest haben. Man kann das aber auch dadurch beschreiben, dass m ein Teiler von a minus b ist. Nun, das ist sehr einfach zu beweisen. Nehmen wir an, dass wir a durch m dividieren und einen Rest r erhalten. Und auch bei der Division von b durch m denselben Rest. Nun, wenn diese hier eben gleich sind, dann ist a minus b nichts anderes als q1 mal m plus r minus q2 mal m
minus r, das r fällt weg und es bleibt übrig q1 minus q2 mal m, also ist m ein Teiler davon. Und umgekehrt kann man das natürlich auch machen, wenn man weiß, dass die Differenz ein Vielfaches von m ist und wir haben a dividiert durch m, also mit bleibt Rest r, dann können wir b erhalten, indem wir die Differenz von b minus a dazu addieren und erhalten dann wieder eine Form, ein Vielfaches von m plus r, weil wir eben nur ein Vielfaches von m dazu addieren. Also das ist eine andere Charakterisierung von der Kongruenz modulo m. Also beispielsweise modulo 2 bedeutet, dass eben zwei Zahlen ungerade sind, wenn die Differenz gerade ist. Und das ist klar. Und auch zwei Zahlen sind gerade, wenn die Differenz gerade ist. Machen wir uns vielleicht ein Bild. Wir tragen hier die ganzen Zahlen auf, also die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter und auch ins Negative, minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter. Und betrachten wir den Fall m gleich 3 und da gibt es natürlich als Reste 0, 1 oder 2. Die Zahlen, die in der Restklasse 0 sind, naja, das sind eben die Zahlen, wo der Rest 0 ist, das ist natürlich die Zahl 0, 3, 6 und minus 3 etc. Also die Zahlen, wo der Rest 0 ergeben, sind die Zahlen minus 3, 0, 3, 6 und so weiter. Also man sieht hier, das sind die Zahlen, die durch 3 teilbar sind. Also die sind natürlich hier regelmäßig angeordnet. Die nächste Zahl wäre 9, 12 und so weiter. Und dann können wir auch die Zahlen betrachten, wo der Rest 1 ist, also die alle zueinander Konkurrenz sind, das ist natürlich jetzt die Zahl 1, 4, 7, aber auch minus 2. Also wir erhalten hier die Zahlen minus 2, 1, 4, 7 und so weiter. Und schließlich jene Zahlen, wo der Rest 2 ist, das ist natürlich die Zahl 2 selbst, 5, 8, aber auch minus 1 und so weiter. Also das sind die Zahlen minus 1, 2, 5, 8 und so weiter. Das sind die sogenannten Restklassen modulo 3. Also das ist die Restklasse 0, die Restklasse 1 und die Restklasse 2. Und man sieht, dass diese Zahlen in den Restklassen einfach hier periodisch hintereinander aufgereiht sind. Also hier 0, 1, 2, also dann 3, 4, 5, 6, 7, 8 und jede dritte Zahl liegt in derselben Restklasse.